Heute zeige ich euch 9 geile Orte in Bemidji, die kaum einer kennt. Wir fangen direkt mal mit dem ersten Spot an. Der erste Spot befindet sich auf der Map East Coast USA und ist ein geheimer Jump mitten im Wald. Einige kennen den Spot wahrscheinlich schon aus meinen Livestreams, weil da sind wir mal mit einem VW Polo lang gesprungen. Einige von euch sollten diesen Spot hier noch aus den Livestreams kennen. Hier ist ab und zu mal der ein oder andere VW Polo rübergeflogen und ja... Die Rampe macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß, weil man da mit allen möglichen Autos einfach rüberfahren kann. Dann je nachdem, wie schnell das Auto ist, schafft man den Sprung oder man schafft ihn halt einfach nicht. Oh Gott. Der zweite geheime Spot ist auch auf der Map East Coast USA und ist tatsächlich mit dem Sprung verbunden. Denn dabei handelt es sich um ein paar geheime Offroad-Wege, die einfach da so lang führen durch den Wald einfach. Heißt, falls ihr mal die Offroad-Fähigkeit von eurem Auto mal testen wollt, am besten kein tiefer gelegtes Auto, das habe ich schon ausprobiert, dann könnt ihr die Wege entlang fahren und einfach mal eure Offroad-Fähigkeit testen. So, da vorne ist die Rampe, wie man sieht. Und hier ist so ein kleiner Offroad-Weg, der ist tatsächlich über mehrere Wege so ein bisschen vernetzt. Heißt, wenn man so richtig eine Offroad-Challenge machen möchte, ist man hier auf jeden Fall richtig. Okay, mit dem Auto ist es ein bisschen schwer. Wir nehmen mal lieber ein bisschen geeigneteres Auto. Ja, ich würde sagen, sowas passt ein bisschen besser. Abfahrt. So, man könnte jetzt denken, hier ist der Weg zu Ende. Oh, tatsächlich ist er noch nicht zu Ende. Hier geht's weiter. Hier kann man die Karre noch ein bisschen weiter zu Schrott fahren. Es sind tatsächlich echt viele verschiedene Wege einfach vernetzt hier. Boah. Ich gebe euch auf jeden Fall schon mal einen Pro-Tipp. Nehmt kein tiefer gelegtes Auto, wie ich es gerade mache. Der dritte Spot ist ein geheimes Haus, auch auf der Map East Coast USA, und der ist auch mit den Wegen verbunden. Habe ich tatsächlich einfach mal durch Zufall gefunden und habe versucht, da reinzugehen. So, ich habe jetzt einfach mal wieder den altbewährten Bumsbus genommen. Diesen Spot hier, den habe ich einfach mal durch Zufall gefunden, als ich einfach mal über die Map gefahren bin. Über die Seitenwege vom letzten Spot zum Beispiel. Ja, hier ist einfach ein Haus, wir parken einfach mal, steigen mal aus. Mit F kann man ja laufen, das wissen einige tatsächlich nicht. Mit F könnt ihr aussteigen und dann mit WASD laufen. Und ich habe erst gedacht, oh, man kann hier reingehen, aber man kann hier leider nicht reingehen, ist das Problem. Ist aber auf jeden Fall ein richtig geiler Spot hier, so einfach mitten im Nirgendwo einfach ein Haus. Wusste ich tatsächlich viele Jahre nicht, obwohl es die Map halt auch schon lange gibt. Und vor allem das Remaster gibt es auch schon recht lange. Und dann, wenn man keinen Bock mehr auf das Haus hat, dann kann man einfach hier so einen kleinen Offroad-Weg fahren. Vor allem mit dem guten Bumsbus, da geht das ganz gut mit, habe ich mir sagen lassen. Vor allem mit Heckantrieb. Ah, hier ist so ein bisschen Moorgebiet, würde ich sagen. Der schafft das, der Bumsbus. Boah. Der nächste geheime Spot ist auf der Map West Coast USA und dabei handelt es sich um ein verlassenes Parkhaus, wo man so nicht hinkommt, außer man benutzt den Freecam-Mode und spawnt sich dort. Wer bei mir beim letzten Zuschauerzocken dabei war, kennt diesen Spot hier wahrscheinlich schon. Und diesen Spot wusste ich bis vor kurzem auch tatsächlich nicht. Das hatten wir auch einfach durch Zufall gefunden. Normalerweise kommt man hier zu diesem Spot so nicht, außer man teleportiert sich. Heißt, wenn man ohne TP irgendwo hinfahren möchte, dann kommt man zu diesem Spot zum Beispiel gar nicht. Was auch cool ist, wenn man zum Beispiel nicht auf der oberen Etage fahren möchte, dann kann man einfach hier unten durch und dann hat man hier auch eine untere Etage und da kann man dann auch weiter driften. Und hier hat man dann zum Beispiel noch so ein paar Pfeiler, wo man einfach rumdriften kann. Also ziemlich cool, würde ich sagen. Ziemlich cooler geheimer Spot, von dem halt einfach kaum einer was weiß. Der fünfte Spot befindet sich auch auf der Map West Coast USA und handelt sich dabei um einen verlassenen Bahnhof. Tatsächlich auch mit einem Schienensystem, was einmal komplett über die Map gefühlt führt. Dieser Spot hier ist fast nebenan vom Parkhaus. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in die Freecam gehe und immer rüber gehe, hier ist das Parkhaus, hier ist der andere Spot. Den Spot hier habe ich tatsächlich mal in einem Forum gefunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass dieser Spot hier überhaupt existiert, so wie einige andere Spots. Wenn man kein tiefer gelegtes Auto fährt, macht das ziemlich Spaß. Wenn man aber so ein tiefes Auto fährt, wie ich es gerade mache, ist es auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Ich glaube, wir haben den Auspuff verloren. Der sechste Spot ist eher ein Geheimtrick, wie man zu einem geheimen Strand kommt auf der Map West Coast USA. Diesen Spot hier hat mir ein Zuschauer gezeigt. Und zwar ist das hier noch nicht der Spot, aber das ist der Weg zu dem Spot. Dafür muss man hier einfach durchfahren erstmal. Boah. Dass wir so einen kleinen Transporter haben. Dann kann man hier runterfahren. Vielleicht sollte man nächstes Mal das linke Ding dann nehmen. Und dann kann man hier an dem Strand fahren. Das wusste ich tatsächlich gar nicht. Ich habe gedacht, man kann hier einfach nicht einfach so hinfahren. Aber das hat mir tatsächlich ein Zuschauer ein bisschen anders bewiesen, dass es doch geht. Ist auf jeden Fall ein ziemlich cooler Spot, wenn man zum Beispiel Karhand spielt. Da kann man sich echt gut verstecken, weil echt wenige Leute kennen diesen Spot. Beziehungsweise die wenigsten wissen, dass man hier überhaupt hinfahren kann, so ohne sich zu teleportieren. Der siebte Spot ist ziemlich nützlich für Karhand. Es handelt sich dabei um ein geheimes Tunnelsystem auf der Map West Coast USA. Diesen Spot sind wir bei der Baustelle in der Stadt und dann müssen wir hier einfach mal hochfahren. Oder eher in meinem Fall hochdriften. Und dann, wenn man hier nach rechts fährt, findet man einen Tunnel. Und wir fahren einfach mal vorsichtig durch den Tunnel durch. Wenn wir jetzt durchfahren, dann kommen wir hier raus. Bei den Kanälen. Heißt, da kann man einfach komplett durchfahren.
Man kann auch einfach zu den Kanälen fahren und dann einfach natürlich zurück zur Baustelle fahren. Richtig cool für Carhand, haben auch schon welche benutzt tatsächlich. Deswegen ist auf jeden Fall ein Spot, den man kennen sollte. Der achte Spot befindet sich auf der Map Utah und dabei handelt es sich um geheime Minenschächte. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, kenne den Spot tatsächlich auch noch nicht so lange, aber ich finde es ziemlich interessant, dass man einfach da mal durchfahren kann und alles erkunden kann. So, diesen Spot kennen tatsächlich einige. Das sind die Minenschächte hier auf der Map Utah und man sollte natürlich aufpassen, dass das Auto nicht zu groß ist, wie in meinem Fall. Es ist auf jeden Fall schon mal tricky, hier überhaupt reinfahren zu können. Deswegen, das ist, da habe ich immer ein paar Schwierigkeiten bei. Auf jeden Fall kann man hier einfach durchfahren und diese Schächte erkunden. Tatsächlich gibt es hier und da auch ein paar Ausgänge, wo man dann einfach zum Beispiel Sicht hat. Hier und da gibt es auch ein paar versteckte Dinge. Und wenn man eine Challenge braucht, dann kann man einfach hier einfach nach links rumfahren. Und dann ist hier etwas, was man, wie ich, sofort failen kann. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Spot, aber kennt tatsächlich schon einige. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige von euch diesen Spot kennen. Den neunten Spot habe ich tatsächlich in einem Forum gefunden. Dabei handelt es sich um eine geheime Burg auf der Map Ethika Testzentrum. Bei diesem Spot hier bin ich mir aber ziemlich sicher, dass den einige von euch nicht kennen werden. Und zwar sieht man den Spot jetzt schon im Bild. Vielleicht habt ihr schon gecheckt, es geht um die Burg oben links. Natürlich kommt man da nur mit der Freecam hin und wenn man sich hinteleportiert. Diesen Spot hier habe ich tatsächlich auch wieder in einem Forum gefunden. Und ich wusste gar nicht, dass es diesen Spot überhaupt gibt. Ich wusste überhaupt nicht, dass es überhaupt eine Burg auf dieser Map hier gibt. Ich habe da einfach gar nicht drauf geachtet. Und auf jeden Fall kann man sagen, es gibt hier definitiv eine Burg und man kann auch hier so ein bisschen durchfahren. Ich frage mich, ob man da... Nee, okay. Komplett durch die Wände kann man nicht durchfahren. Auf jeden Fall cool, dass es sowas hier auf der Map gibt. Das ist so ein kleines Detail einfach. Vor allem, die Map ist in Deutschland und in Deutschland gibt es ja so ein paar Burgen, deswegen, ja, kennen wir ja. Falls ihr noch mehr Spots kennt, schreibt es gerne in die Kommentare und falls ihr noch sehen möchtet, wie ich komplett verkacke, einen Tag Busfahrer zu sein, dann könnt ihr jetzt auf das Video klicken, was euch jetzt angezeigt wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.